Ja, und fahren wir sie. Ich bitte dich. Was für mich das Studium einfach bedeutet, ist auch, dass ich eigenständig Aufgaben machen kann, die ich sonst so nie wirklich alleine mache. Also wenn ich zu Hause bin oder in meiner Freizeit, ist es halt immer so, dass jemand dabei ist. Also, und halt überwiegend meine Eltern. Und das ist schon was Schönes dann in dem Moment, wenn ich eine Tätigkeit habe, wo ich wirklich alleine mich auch irgendwie durchboxen kann und durcharbeiten kann. Also es ist schon, man kann sagen, es ist eine Art von Selbstständigkeit. Doch nicht so durch die Hose. War ich immer. Ich glaube, dadurch, dass du mehr Beachtung kriegst in so einem gewissen Moment, in dem ich keine bekomme, das ist irgendwie mehr Handicap als dein Handicap an sich sozusagen. Ich glaube schon, dass man ganz anders aufwächst. Wahrscheinlich kommt man schon in eine andere Schule und man hat mit anderen Leuten zu tun. Also je nachdem, wenn man vielleicht auf einer Behindertenschule war, dass man da auch dann mit ganz anderen Leuten zu tun hat. Und dass man wahrscheinlich auch immer merkt, dass man beobachtet wird und sowas, das prägt einen wahrscheinlich auch sehr. Und so, wie die Leute mit einem umgehen. Ja, und dass man auch einfach so ganz viele Sachen als Kind so irgendwie rumlaufen mit anderen Kindern oder Sport machen und sowas, dass das alles wahrscheinlich auch wegfällt. Ja, man ist da schon, naja, also man kann selber die Türen aufmachen, man kann der Bahn hinterher rennen. Man hat es auch leichter, irgendwie unterzutauchen in der Masse. So. Manchmal fühlt man sich nicht so, dann will man halt nicht wirklich immer gesehen werden, sage ich jetzt mal. Ich glaube, das ist schon ein Unterschied. Ich erinnere mich nur mal an unser Kamerawochenende, wo wir hier eine Stunde lang durchs Haus getigert sind auf der Suche nach einem Weg für dich. Ich meine, ich kenne dich jetzt schon relativ lange, aber ich sehe ja, wie es bei dir ist, dass du viel mehr Stress hast, viel mehr zu tun. Und dass ich mich dann manchmal frage, so, warum ich mich denn so beklage, weil ich ja eigentlich doch viel mehr Zeit habe als du. Unter anderem natürlich auch in sehr postproduktionslastigen Dingen, wie zum Beispiel Werbefilm, also Commercial, eine bestimmten Art von Dokumentarfilm auch. Also natürlich nicht dieser künstlerisch aufgesetzte, sehr ernsthafte Dokumentarfilm, sondern ich rede hier eigentlich zum Beispiel von sowas wie Terra X oder den BBC-Dokumentarfilmen. Blank about, blank, robotic. Can you copy this? Here we go. Action. Ja, das ist natürlich ein bisschen übertrieben.
das denn? Ich finde immer am besten, wenn Kinder, die körperlich behindert sind, nicht sofort eingestuft werden in eine Sonderschule, sondern einfach eingestuft werden nach dem, was sie denn leisten können. Weil ich wollte weiterkommen, ich wollte was erleben. In dieser Körperbehindertenschule wurde dann in der ersten Klasse dann, anstatt das Rechnen zu lernen, wurde gemalt. Da wurde dann halt quasi die Kindergartenstufe aus dem letzten Jahr nochmal wiederholt. Aber das war immer ein ganz, ganz großer Unterschied zu einer Regelschule. Und diesen Unterschied, den wollte ich irgendwann nicht mehr. Das ging dann so weit, dass ich dann gesagt habe, so, jetzt Mama, ich gehe nicht mehr zur Schule. Und daraufhin sind meine Eltern dann aufmerksam geworden. Und haben die gesagt, ich kam heulen von der Schule, teilweise. Ich will da nicht mehr hin, das ist da so langweilig und so, ne? Das ist, das war eigentlich so der Anfang. Diese Konfrontation hat es eigentlich dann dazu gebracht, wirklich darüber nachzudenken, ist dieses Kind eigentlich richtig in dieser Schule aufgehoben? Präsentation am Collect-Haus. Es war eine gemeinsame Arbeit, die täglich stattfindet. Es ist ja auch wichtig, dass derjenige dann auch so ein bisschen das Gefühl hat, okay, er ist angenommen, er ist aufgenommen. Ich achte ja immer schon sehr darauf, dass es auch Menschen oder Personen sind, die auch ein bisschen Interesse an diesem ganzen Bereich haben. Wenn man von jemandem immer begleitet wird, dann muss es wahrscheinlich eine sehr vertraute Person sein. Und ja, ich glaube, es ist schon eine Belastung. Also wahrscheinlich nicht immer, aber in manchen Situationen, wenn man einfach auch mal allein sein will oder mal allein losziehen möchte und es geht nicht. Also ich glaube, dass das wirklich nicht immer einfach ist. Also ich denke jetzt nicht, dass du dadurch weniger selbstständig bist oder so. Also Selbstständigkeit fängt für mich eigentlich eine psychologische Selbstständigkeit ist mir wichtiger oder. Stelle ich mir schwer vor für beide. Also für dich, weil du quasi immer jemanden bei dir hast, haben musst so. Also ich weiß nicht, also ich wäre halt genervt irgendwann an deiner Stelle sozusagen. Und ich glaube, er wäre wahrscheinlich auch manchmal irgendwo anders lieber. Ich habe dann diese eine Seite daraus gemacht, das ist so schön. Kannst du mal meinen linken Arm nach links machen? Gib mir mal ein Hobby, bitte. Leider nicht.
Hallo? Hallo Klaus. Nein, hier ist Oliver, der Studienbegleiter von Nadine. Hallo. Jetzt ist er total verwirrt. Nee, ich bin nicht der Juri. Was ich. Vor allem deiner wegen dem Ding. Ja, wegen dem Fuß. Ja, sag mal hier, der Sheldon hat ja noch das eine Stativ. Von der HDV. Und da fehlt aber unten die Spinne. Und der meinte, du hättest die reparieren lassen. Hast du die? Okay, jo, dann herzlichen Dank, ne? Ciao, ciao. Das war ja nett, dass er gleich angerufen hat. Aber ja. Wen wollte er? Juri? Ja, er dachte, Juri sei das. Das hat sich ja gut gepasst. Ja, wunderbar. Wäre es jetzt auch geklärt. Ja. Ist ja. Das auch noch. Warte mal, du stehst. Nee, bleib stehen. Jetzt nicht. Jetzt stehst du vor dem Kabel. So. Ich stehe auf dem Schlauch. Nur selten. Auch nicht schlecht. Ja, es ist schon oft so, dass man dann denkt, so, oh scheiße, womit habe ich das jetzt verdient? Manchmal gibt es halt keinen Ausweg, nur positiv zu denken. Das ist halt so die Begebenheit, die gerade dann geschieht irgendwie. Auch wenn Leute einen vorbeigehen und blöd gucken oder so, dann klar. Ich stehe bei meinen Dingen und ich weiß auch, dass mir das im Grunde egal ist. Aber es ist schon so, wenn man dann mal nicht so einen guten Tag hat oder so, dass man sich dann schon Gedanken macht oder angenervt fühlt. Also ich kann diese Unsicherheit schon verstehen und nachvollziehen. Also es geht mir ja genauso, dass, weil man auch schwierig einschätzen kann, wie stark ist die Behinderung und wie gehe ich damit um? Kann ich damit umgehen und wie verhalte ich mich? Das fängt ja schon an, gebe ich die Hand oder nicht? Und funktioniert das dann und ist das dann nicht total unangebracht? Also deshalb, ich kann das schon verstehen. Ich glaube, das ist irgendwie so ein mystisches Ding, was man sich schon über Jahre lang aufgebaut hat. So. Die übernehmen da, glaube ich, nur so Klischees, die sie sich selber gar nicht ausgedacht haben, sondern die sie auch nur von irgendjemand anders übertragen gekriegt haben. Also das ist schon einmalig jetzt hier gerade zur Zeit, würde ich sagen. Das ist schon erstmal ein Hingucker. Also. Wenn man dann halt im Rollstuhl auch noch sitzt, einerseits hast du dann bestimmt einen Berühmtheitscharakter, nur weil man kennt dich ja überall wieder. Und andererseits würde ich halt sagen, dass es einfach so eine kleine Hemmschwelle halt einfach da ist, auch betreffend den Rollstuhl. Dass man irgendwie damit Schwierigkeiten hat, weil man ja so behinderte Leute, die sind ja nicht so oft da, also man wird, glaube ich, nicht so oft mit denen konfrontiert, auch so in der, als Kind nicht. Also man geht ja auch auf eine Schule, wo man eher von den Leuten ferngehalten wird, also man geht ja mit... Also man hat ja meistens keine Leute im Rollstuhl oder so mit dabei und das heißt, man wird mit denen
es ist halt selten. Und ich glaube, deswegen weiß man gar nicht, wie die Leute denken und wie die Leute so fühlen. Und ich glaube, dann hat man Schwierigkeiten, mit denen umzugehen. Da weiß ich noch, wie meine Mutter zu mir sagte, so, pass mal auf, die Seifenblasen, die laufen uns eh nur aus in den Koffern. Die schenken die doch den Kindern nebenan. Die sind doch noch ein bisschen hier. Und ich als Kind ganz euphorisch bin dann mit meinem kleinen Elektrorolli dann um die Ecken gepisst, hab die Kinder aufgesucht und wollte nun diesem einen Mädchen, die war auch ungefähr so in meinem Alter, glaube ich, 6 oder 5, wollte dem halt die Seifenblasen schenken. Und in dem Moment war dann eine ganz komische Situation entstanden, wo dann auf einmal die Mutter von dem Mädchen hinter dem Mädchen stand und dann meinte so, nee, lass mal, es könnte ja ansteckend sein. Weil meine Eltern haben mich auf einer ganz anderen Schiene erzogen. Ich wusste immer, was ich habe und ich wusste immer, dass ich körperlich eingeschränkt bin und dass da irgendwas anderes ist. Aber die haben einfach eine Art und Weise gehabt, mit der Sache, mir die Sache so normal wie möglich rüberzubringen und haben mir immer Mut gemacht, damit zu leben. Das war der einzige Hintergrund noch, das einzige Hindernis noch, was wir überbrücken mussten oder worum wir richtig kämpfen mussten, dass wir überhaupt in diese Schule reinkommen. Wir wurden eingeladen zu so einer Vorführung, dass wir denen halt beweisen, dass ich als Rollstuhlfahrer die Treppen bis in den 4. Stock hochkomme. Und ich glaube, einen Tag vorher wurde nach Hause zu uns diese Treppenraupe angeliefert. Aber im Großen und Ganzen bin ich dann wirklich das erste Mal vor diesen ganzen Leuten, also vor der Stadt Bronnenberg, vor dem Schuldirektor, vor den Lehrern, die kamen dann alle in die Schule und haben sich das erstmal angeguckt, ob das auch alles so rechtens ist und ob das auch geht und so. Und naja, ich habe dann ein bisschen die Luft angehalten so und also hab dann halt dem vertraut, was da dann passiert ist und es hat ja auch alles reibungslos geklappt und die waren auch alle redlich überrascht. Also das fand ich immer ganz klasse irgendwie, dass nachdem ich dann gegangen bin, dann gleich der nächste Rollifahrer kam irgendwie, weil es gibt einem irgendwie ein gutes Gefühl. Das macht einem auch Mut, irgendwie zu sehen, dass man halt das Richtige in Angriff genommen hat. Nicht nur für sich selbst, sondern auch für die weitere Nachwelt. Mhm. So geht das? Ja. Weil ich finde trotzdem, dass dieses Außenrum, es ist sehr groß. Das mache ich mal. Nicht? Ja. Also, ja gut, wir können das ja aber auch mit dem Lippenschneider abschneiden. Ja, oder eine Kante reinmachen. Die kommt hier. So. Ja, so. Genau, man kann es ja bei der so machen und bei der anderen dann wellern. Zum Beispiel. Jetzt sieh mal dort auf den Tisch bitte so. Die könntest du dann so auf. Weil das kann es ja nicht sein, ne? Also geht es ein bisschen besser. Ja, aber schief ist es trotzdem immer am rechten Rand und das ist doch komisch, weil du es gerade reinschiebst. Tja.
Hier. Nächstes Mal schneidest du dir aus. Gerne. Ja. Gut. Dann mach das mal. Nein, danke. Mal deinen linken Arm nach vorne. Kein Schoki mehr? Ja. Kannst du mir mal sagen, wo die alle sind? Mhm. Die sind ja da, ne? Also ich habe nur eben Beete gesehen. Hast du Beete gesehen? Mhm. Keine Sachen bringen welche mit. Das war nur Zufall. Es ist zum Beispiel auch was ganz anderes, ob jetzt beispielsweise ich an einem Kurs teilnehme in der FH oder ob ich jetzt wirklich ein richtiges Projekt mache. So, ich sehe das als was Grundverschiedenes in der FH. Da sieht man sich dann mal so und sagt so, hallo, und kannst mir mal helfen und hier und da. Und dann wird so ein bisschen zusammen kommuniziert und so. Aber dieses richtige Arbeiten, das entsteht eigentlich erst in den Projekten. Das Bild ist jetzt ein bisschen grau, ne, im Moment, weil es nicht lichtstark ist. Ja, und wie gesagt, die Wand ist jetzt scharf und ich bin unscharf. Nein, du bist scharf. Ich bin scharf. Ich meine jetzt auf dem Bild. Ja. Zu mir bist du deine Haare sind scharf. Das auf jeden Fall. Meine Haare vielleicht, aber nicht meine Haut. Mensch. Siehst du, der Schärfebereich ist hier ungefähr, ne? Und das ist vielleicht, also hier an der Schere und hier ist es wieder unscharf. Also er hat Probleme. Aber zoom mal wieder raus, dann sieht es ganz anders aus. Ich finde, so sieht es anders aus. Also hier ist es schärfer als hier praktisch, ne? Ja. Aber er hat das Problem, auf kurze Entfernung scharf zu stellen. Er hat einen gewissen Toleranzbereich wahrscheinlich. Ja, das stimmt, ja. Am Sonntag hast du Kaffee getrunken bei dem Team. Ja. Du warst am Sonntag auch. Du wohnst jetzt hier schon fast. Ja. Irgendwie jeden Tag. Schläfst du nach zu Hause? Eigentlich könntest du hier schlafen, ne? Ja, eigentlich schon. Nadine. Er kann doch hier auf dem Sofa schlafen. Ich glaube, jetzt ein bisschen kurz. Aber wenn ich dann so abends im Bett liege oder mir meine Gedanken mache oder so, dann ist es schon, würde mich das schon manchmal interessieren, wie so einzelne Studenten so über mich denken. Oder nicht unbedingt speziell über mich, sondern über das gemeinsame Arbeiten. So, ob sie da zum Beispiel einen Unterschied drin sehen oder ob das jetzt irgendwie... manchmal denke ich auch mal, ob sich manche dann so ein bisschen beengt vorkommen oder irgendwie hilflos, dass sie bestimmte Dinge halt nicht so machen können, wie sie vielleicht mit wem anders machen oder so. Sowas, das geht ein, also geht mir dann schon durch den Kopf. Daraufhin bin ich dann nach dieser Veranstaltung, das weiß ich noch wie heute, bin ich dann da hingegangen zu dieser Dame, die sich vorgestellt hatte als Gestaltungslehrerin. Und die meinte dann zu mir, also ich habe ihr das dann erzählt, ich bin Nadine und
habe halt das und das Problem und möchte halt gerne in diesem Bereich eingeschult werden und habe aber das Problem, dass ich zum Beispiel mit der Hand und mit einem Bleistift auf Papier überhaupt nicht zeichnen kann und so. Und die meinte dann ja gleich, die hat mir dann sofort knallhart ins Gesicht gesagt, ja, Frau Müller, ich glaube, Sie sollten sich dann lieber beim Wirtschaftsgymnasium bewerben. Gehen Sie doch mal auf eine Wirtschaftsschule. Die ist direkt nebenan, die machen mit Sicherheit was mit dem Computer und so. Und da bin ich erstmal wieder gerade bleich geworden, weil ich dachte, das kann nicht angehen. Und ein anderer Gestaltungslehrer hatte eine ganz andere weltliche Einstellung. Der hat vorausschauend geguckt, der hat an die Zukunft gedacht. Der hatte, der hat gesagt, das kann man nicht angehen, dass ein Mädchen, was sich mit dem Computer beschäftigen will und gestalten möchte, es gibt so viele Möglichkeiten am Computer etwas zu gestalten und so. Wir machen das. Liegt das ja jetzt gegen die Leinwand, gegen dem Geländer? Hast du die Aufhängung, ne? Siehst du die? Ganz rechts und links, genau. Und oben ist quasi die gleiche Aufhängung nochmal, wo die Punktzüge dranhängen. Ja, aber hinten ist Luft zwischen, ne? Die liegen nicht an. Nee, an die Luft, genau. Genau. Bei mir hat sich die Frage, oder bei meinen Mitmenschen hat sich, glaube ich, die Frage nie gestellt, ob ich gerne singe oder ob ich nicht gerne singe, denn irgendwie habe ich immer gesungen. Und als Kind, als ich klein war, wurde der Kassettenrekorder morgens angestellt und abends wieder abgestellt, so ungefähr. Also das war schon eindeutig, dass ich da wirklich eine Leidenschaft für entwickle irgendwie. Und das hat sich eigentlich auch bestätigt. Wir singen so ein breites Spektrum im Chor, was mich irgendwie fasziniert, weil dadurch kommt irgendwie Spannung in die Sache. Daher sind wir auch sehr beliebt so für kleinere Anlässe oder für Leute, die einfach eine Feier haben, die gerne mal irgendwie ein bisschen musikalische Begleitung haben wollen oder so. Das ist eigentlich das, was mir sehr gut gefällt, und dadurch wird das Ganze so persönlich. Über's Land und Sommer, die Ruhe, über's Land und das Gegend.
Fälle von Raub, Nötigung, Bedrohung, Körperverletzung, Diebstahl. Also eine bunte Palette. Die anderen vier sind von Entlassung auch wieder entlassen. Die Zeit nach ihrer Entlassung spielen, den finden Sie, das ist die Schindlersliste. Aber auch von Entlassung, dann die Görlitz, das ist die kleine ja, doch. Und unten eine Demonstration. Was? Ich frage den Mund auf. Ja, einfach da reingehen, auf, tut mal links, dann rechte Maustaste, löschen, da. Genau, da drauf. Eintrag löschen, ja. Rechte Maustaste. Rest. Und jetzt löschen, immer löschen, Eintrag löschen, ja. Löschen. Als Säugling mit geballten Händchen da. Löschen. So wie ein neugeborenes Kind sich auf dem richtigen Leben zeigt. Wird alles gelöscht. Also ich für meine Teilung sagen, ich wäre gerne noch ein bisschen da gewesen. Alles ein bisschen. Durch Würzburg gebummelt und... Noch was. Ich kann gar nicht schneiden.